Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Viele fragen mich per Insta-DM immer: Hey, Burn, ich habe mir jetzt einen Gaming-Booster XY geholt und wie soll ich diesen jetzt am besten eigentlich zubereiten? Beziehungsweise, wie machst du dir am liebsten deinen Gaming-Booster? Und da mich momentan das sehr viele fragen, dachte ich, mache ich mal ein extra Video einfach dazu. Falls ihr irgendwelche Fragen zum Thema Gaming-Booster habt oder Gaming oder sonst irgendwas, schreibt eine Direct-Message auf Insta @DominikBurn, wird hier jetzt auch nochmal eingeblendet. Also generell kann ich euch schon mal sagen, dass der Verzehrhinweis ja immer auf der Verpackung steht. Ich beziehe also meine Informationen auch nur von dem Etikett, sage ich mal, so wie es jeder andere auch machen könnte. Aber dennoch kann man einen Gaming-Booster sehr unterschiedlich zubereiten und darauf gehe ich jetzt auch in diesem Video näher ein. Fangen wir an mit dem Behälter, sage ich mal. Also sprich, soll man es aus einem Glas trinken oder aus einem Shaker? Das kommt meiner Meinung nach auf die Löslichkeit des Gaming-Boosters an. Ein Gaming-Booster mit einer sehr guten Löslichkeit, wie bei X-Gamer oder Level Up beispielsweise, benötigt nicht unbedingt einen Shaker. Da man aber vielleicht auch mal andere Game Booster trinkt, wo es notwendig ist, einen Shaker zu nutzen, wie beispielsweise bei Zekplus oder vor allem bei G-Fuel, würde ich halt wie gesagt eher zu einem Shaker raten. Je nachdem, wie ihr diesen dann auch behandelt, kann der auch mal locker ein Jahr reichen und den würde ich am besten auch mit der Hand abwaschen und nicht im Geschirrspüler, vielleicht alle 2 Monate mal, einfach aus gesundheitlichen Gründen. So ein Shaker kostet je nach Qualität 5 bis 10 oder 12 Euro. Ich habe euch unten mal in der Beschreibung einen Shaker verlinkt, den ihr euch auf Amazon holen könnt, wenn ihr wollt. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, den ich auch schon mal leicht angeschnitten habe, und zwar das Pulver. Jeder Game Booster hat eine andere Portionsgröße und auch der Dosierungslöffel ist unterschiedlich groß von Hersteller zu Hersteller. Und eine Portion eines Game Boosters liegt so bei 6 Gramm bis 14 Gramm und es steht auch immer auf der Dose, was als eine kleine Portion zählt. Bei Level Up ist eine normale Portion 8 Gramm, bei Sekt Plus sind es hingegen 14 Gramm und da muss man jetzt beispielsweise 2 gestrichene Messlöffel daneben für diese 14 Gramm, also eine Portion. Und nur zur Info, es gibt ja gehäufte, leicht gehäufte und sozusagen gestrichene Messlöffel und darauf solltet ihr auch achten, was auf der Verpackung steht. Ich blende euch ein paar Bilder ein, wenn ich da was finde, aber eigentlich sollte das Ganze ja selbst erklären sein, was was ist. Also ein gestrichener Messlöffel ist ein Messlöffel, der voll mit Pulver ist, ohne dass da irgendwas drüber schaut sozusagen. Dann kommt es auch noch vor, dass Hersteller kleine und große Portionen haben, als auch kleine und große Messlöffel. So ist es zum Beispiel bei TryHard Plus, die haben nämlich eine 240 Gramm Dose und eine 480 Gramm Dose. In der kleinen Dose gibt es auch einen kleinen Messlöffel und wenn ihr da eine kleine Portion haben wollt, müsst ihr dann 6 Gramm nehmen und das ist dann halt ja ein Messlöffel. Bei einer großen Dose mit 480 Gramm ist aber eine kleine Portion mit 6 Gramm nur ein halber Messlöffel, also dieser halbe große Messlöffel. Merkt euch am besten einfach, eine kleine Dose hat einen kleinen Messlöffel und wenn ihr eine kleine Portion nehmt, nehmt ihr halt einen Messlöffel. Zumindest ist es so bei TryHard Plus. Plus, jeder Hersteller hatte aber andere Vorgaben. Kommen wir nun zum dritten Punkt, und zwar das Wasser. Da stellen sich viele die Frage, soll ich stilles Wasser nehmen, eventuell sogar Leitungswasser oder Sprudel? Und soll ich das Ganze irgendwie mit Eis konsumieren oder halt ohne Eis? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Game Booster unterschiedlich schmecken kann, je nachdem welches Wasser man nutzt. Bevorzugt nutze ich dann aber eigentlich in 99% der Fälle stilles Wasser und ich packe das Ganze gerne nochmal dann in den Kühlschrank zusammen mit dem Shaker, dass es ein bisschen kühler ist. Oder wenn es dann halt mal schneller gehen muss, einfach Eiswürfel reintun. Gerade im Sommer einfach nochmal deutlich erfrischender. Wenn ihr aber nicht auf Sprudelwasser verzichten wollt, dann achtet darauf, das Wasser vorher zu verquirlen. Also einfach mit einem Löffel in den Shaker rein, das ein bisschen umrühren, um die Kohlensäure rauszunehmen. Und nehmt unbedingt einen großen 700 Milliliter Shaker, damit sich da nicht ein zu starker Druck beim Shaken dann aufbaut und das dann sozusagen explodiert, sage ich mal. Einige haben mich dann auch gefragt, soll ich erst das Pulver oder das Wasser reintun oder andersrum, also welche Reihenfolge, macht meiner Meinung nach eigentlich kaum einen Unterschied, aber wie gesagt, ich bevorzuge ja das Wasser vorher reinzulernen und in den Kühlschrank zu stellen, da macht es dann halt auch Sinn, das Pulver erst danach reinzutun, kann aber jeder machen, wie er möchte. Und die Menge des Wassers steht auch, wie gesagt, auf der Verpackung drauf, aber man kann da auch das von den persönlichen Präferenzen abhängig machen. Apropos persönliche Präferenzen, abschließend würde ich euch jetzt gerne nochmal sagen, wie ich ihn jetzt letztendlich selber trinke. Momentan trinke ich am liebsten den Slurberry von TryHard Plus. Wie gesagt, nehme ich da erstmal einen Shaker und zwar hat er 500 Milliliter als Fassungsvermögen und da fülle ich dann 300 Milliliter Leitungswasser rein und zwar, dass ich vorher auch gefiltert habe. Ihr kennt ja sicherlich die Brita Wasserfilter und ich bin halt auch echt einer der Menschen, der Sprudel, also kohlensäurehaltiges Wasser, richtig unnötig und eigentlich auch fast schon eklig findet. Schreibt gerne mal in die Kommentare Hashtag still, wenn ihr da auch so seid wie ich. Genau, dann kommt das entweder in den Kühlschrank, wie gesagt, oder wenn es schneller gehen sollte, dann auch einfach Eiswürfel rein tun. Und
Und je nach Tagesform mache ich dann entweder eine kleine Portion mit 6 Gramm oder wenn ich halt etwas müder bin, schlaffer, dann nehme ich halt auch eine große Portion mit 12 Gramm. Aber bei beiden nehme ich immer 300 Milliliter Wasser, das ist ganz wichtig. Ich nehme auch lieber weniger Wasser, als auch empfohlen wird, dass ich da nicht so viel trinken muss, weil manche sagen ja immer, oder was heißt immer, aber manchmal so, ja, ich packe da immer 500 Milliliter oder 600 Milliliter oder manche sogar 800 Milliliter rein, also in mega großen Container, was weiß ich. My friend, you really good player. Und sagen dann, ja, da habe ich halt mehr davon. Und da kann ich halt einfach nur mit dem Kopf schütteln. Das ist so eine richtige Baueraussage. Denn jeder, der ein bisschen Grips im Kopf hat, weiß auch, dass es von der Pulvermenge natürlich abhängig ist, lol. Ich empfehle aber nie mehr als eine große Portion zu nehmen von dem, was der Hersteller ja empfiehlt. Gerade wenn ihr Anfänger seid und wahrscheinlich auch aus diesem Grund das Video hier anschaut oder weil es euch auch einfach interessiert, dann nehmt gerade zu Beginn halt, oder wenn ihr das erste Mal das probiert, nur eine halbe Portion und steigert euch dann bei Bedarf langsam Stück für Stück. So, das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Falls ihr Fragen habt, schreibt eine Direct Message at Dominic Byrne auf Instagram. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keins meiner Videos zu verpassen. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute, und tschüss.